Hallo Terry, grüß euch, Servus, einen schönen Abend wünsche ich euch. Einen schönen Dienstagabend heute. Ja, ich habe mir gedacht, heute mache ich mal wieder ein kleines Testing. Habe was gesehen, das hat mich gleich sakrisch interessiert wieder. Ja, es hat mit Schärfe zu tun. Ja, da schaut es her. Hers. Carolina Reaper, heißt sie das? Carolina Reaper flavored. Extra hot. Ganz hinten ist der Zeiger an der Skala. Gehen wir dort das gute Ding, die gute Knapperei. Made in USA. Family made in the USA, wohlgemerkt. Und was steht noch drauf? Cheese Curls, also. Käselocken, also so wie bei uns halt Erdnussflips, sind da in den USA, heißt das Curls auf Englisch. Und das ist also ein kleines Tüterl. Ich habe das Ganze wieder gesehen heute in so einem 24-7-Shop. Die wachsen bei uns raus in Rosenheim. Echt wie ein Schwammerl aus dem Boden, kann man sagen. Ich gehe vorbei und da, wo ich mal eine Lieblingsbar von mir war, den Barkeeper habe ich kennt, Gott habe ihn selig. Ist auch schon 2 Jahre tot oder 3 Jahre sogar schon. Ja, aber das ist jetzt nicht das Thema. Und da haben jetzt auch Automaten drin in seinem ehemaligen Lokal. Naja, here's forever good. Ich habe von dem noch nie gehört. Hat man es gekauft, so kleines Tüterl. Rauslassen aus dem Automat, weil ihr wisst ja, die scharfen Sachen, da haben wir ja. Da haben wir ja sehr drauf ausgewiesen. Ihr erinnert euch an die Hot Chip Challenge, die ich mit der Fefe gemacht habe. Fefe habe Und spontan habe ich es mir mitgenommen und jetzt werden es probiert. Ich habe mir jetzt auch noch einen Löscher hab ich mir hingestellt. Falls es jetzt wirklich geil wird. Ich meine natürlich, es ist ein pflanzliche Schokomilch. Aber das tut nichts zur Sache, das hat damals auch geholfen bei der Putlo Yolokia. Und jetzt schauen wir mal, ob das jetzt wirklich so geil ist wie die Hot Chips. Werden wir sehen, also es ist jetzt keine Warnung nicht drauf. Und Gummihandschuhe schwarzer werde jetzt auch nicht dabei sein. Schauen wir mal, wenn wir das aufmachen. Jetzt ist es offen. Also von Schärfe rieche ich jetzt eh noch nichts. Da schaut es rein. Es sind wie ja, Erdnussflips und die rühren wie ein Käse. Ja, Cheddar Käse. So schaut es aus. Bin jetzt gespannt. Also, jetzt gehen wir es. Ja, man muss sagen, die haben jetzt nicht so frisch wie. Wenn man sich das vorstellt, so, also schmecken gut nach Käse, sind schon würzig. Und dann merke ich nichts von dem guten Ding. Also das ist eine gute Schärfe ist da, also das schon mal gesagt. Vielleicht kommt das auch erst noch in Minuten, wer weiß. Ja, bei der Hot Chip Challenge. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Also, es fühlt sich sehr warm auf der Zunge. Bin schon beim dritten, gell? Aber groß merke ich jetzt eh nichts. Also, ich merke schon, dass eine gute spürbare Schärfe auf der Zunge da ist. Aber so an und für sich muss ich sagen. Ist ein bisschen so, wie wenn man zwei Cayenne-Pfeffer wo aufhält. Aber das schmeckt ganz gut. Gute Knapperei.
Mal, mal schauen. Auf Deutsch steht es jetzt nicht drauf. Es steht jetzt auf Englisch, ob man da irgendwas liest von der Carolina Reaper. Ja, es steht drauf, also unter anderem, was da jetzt drum ist, also Garlic Powder, Knoblauchpulver, Onion Powder, Zwiebelpulver, Sugar, Paprika, Kornsirup Solids, Natural Flavoring, also natürliches Aroma, Citric Acids, Zitronensäure, Carolina Reaper, Chili Powder steht jetzt da mit dabei, Natural Smoke Flavor und Salt, also Salz. Also ich muss jetzt echt sagen, ich habe mir gedacht, mir bimse jetzt da voll weg, aber tut es näher. Na, kann man gut essen. Wer einen scharfen Snack mag, beim Fernsehschauen, beim Lieblingsfilm, durchaus zum Empfehlen. Ja, richtig schön auch Cheddar-Käse. Ja, das ist was Gutes. Es ist schön, es wärmt schön die Zunge und den Gaumen, aber jetzt so richtig das, dass man gleich sagt, das kann ich nicht aushalten, mir laufen die Augen oder was der Teufel was. Das ist nicht der Fall. Ja gut, dann war es jetzt das. Das kleine Testvideo von den Carolina Reaper Cheese Curls, Erdnussflips, Käseflips, wie auch immer, wie ihr wollt. Dann war es das. Dann sage ich Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt bei meinem kleinen Test. Das war jetzt einfach mal so schauen, was mir jetzt da richtig herbeidelt. Das war es natürlich jetzt nicht. Sondern es ist ein guter, gewürziger Snack. Ja gut, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Ja, liked das Video, teilt es. Ja, und wer mich jetzt noch nicht abonniert hat, über neue Abos, war ja auch sehr zugetan. Gell? Ja gut, dann einen schönen Abend noch. Fährt euch, servus. Obi Terry.